Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Bürgerinnen und Bürger im Saal und im Stream. In der Tat sehen die Statistiken für die Einbruchskriminalität nicht gut aus. Und auch wenn wir es jetzt schon zum x-ten Mal debattiert wird hier, so stimmt es einfach nicht, dass die Landesregierung, dass die Landesregierung offensichtlich unfähig ist, das Phänomen in den Griff zu bekommen. Und auch wenn die Gründe für den Anstieg der Einbruchskriminalität vielfältig sind, 1,5% hatten wir eben schon gehört, die sozialen Bedingungen für die Menschen werden ja nicht besser. Ich frage mich doch, wann insbesondere die regierungstragenden Fraktionen endlich merken, dass es eben nicht genug ist, einen Innenminister einzusetzen, der es offenkundig für ausreichend hält, bei unsinnigen PR-Aktionen in eigener Sache, wie zum Beispiel Blitzmarathon und Flyer verteilen, sein Gesicht in die Kamera zu halten, um kriminellem Handeln Einhalt zu gebieten. Herr Minister Jäger, ich muss Sie enttäuschen, so furchteinflößend sehen Sie ja gar nicht aus, als dass Ihr Bild in den Zeitungen ausreicht, um Angst und Schrecken unter den Kriminellen zu verbreiten. Aber auch als Opposition sollte man bei Anträgen an die Landesregierung immer versuchen, konstruktiv zu bleiben. Liebe Kollegen von der CDU-Fraktion, ist das erst der vierte oder schon der fünfte Antrag, den Sie innerhalb der letzten 12 Monate zum Thema Einbruchskriminalität eingereicht haben? Die großen kleinen Anfragen nicht mitgerechnet. Hier einfach immer nur und immer wieder denselben Fehler anzusprechen und sinngemäß zu sagen, liebe Landesregierung, du machst was falsch, sieh zu, dass es zukünftig besser läuft. Das ist zwar leicht und insbesondere als Opposition sicherlich manchmal auch eine Versuchung wert, aber es ist eben nicht konstruktiv. Und spätestens nach so vielen Anträgen zu diesem Thema hätten wir uns zumindest ein oder zwei Vorschläge gewünscht, wie man das in Ihrem Antrag formulierte Ziel auch erreichen kann. Oder ist der aktuelle Antrag doch nur Wahlkampfgeplänkel und Sie spielen hier wieder nur mit den Ängsten der Menschen, um sich selbst als Retter zu präsentieren? Auf Ihren Wahlplakaten habe ich auffallend oft das Wort Sicherheit gelesen. Aber wenn das alles ist und nur ein neues Gesicht in die Kamera gehalten werden soll, dann sollten wir uns das, glaube ich, sparen. Denn eins ist klar, einfach nur zu fordern, Personal umzuschichten und nichts anderes macht dieser Antrag im Grunde genommen, löst das Problem nicht, sondern verlagert es nur. Es ist ja nicht gerade so, dass die anderen Bereiche bei der Polizei vor personeller Kapazität nur so strotzen und gar nicht wissen, wo sie mit all ihrem Personal hin sollen. Wenn Sie beispielsweise dem Wach- und Wechseldienst einfach nur ein paar Mann streichen und der Kripo zur Verfügung stellen, ohne beim Wach- und Wechseldienst wiederum für entsprechende Arbeitserleichterungen zu sorgen, führt das allenfalls dazu, dass doch die Arbeitsbelastung noch weiter zunimmt, als es jetzt schon der Fall ist, und die Arbeitsqualität unweigerlich leidet. Fairerweise muss man sagen, wir hatten das Geplänkel gerade schon, aber ich sage es nochmal, dass Sie, liebe CDU, an der Situation auch nicht ganz unschuldig sind. 2000 Beamte könnten zusätzlich im Dienst sein, wenn die Überalterung der Polizei, die Ihnen während Ihrer Regierungszeit, liebe CDU-Kollegen, schon bekannt waren, wenn dem begegnet worden wäre. Sie haben das versäumt, weshalb die heutige Situation zum Teil auch Ihr Verschulden ist. Anstatt also immer nur den Zeigefinger zu heben und zu sagen, was schlecht läuft, wäre es vor allem auch wegen Ihrer Mitschuld an der aktuellen Situation an Ihnen gewesen, auch mal Vorschläge zu unterbreiten, wie die anderen Arbeitsbereiche entlastet werden können, um das Personal aus diesen anderen Bereichen ohne Qualitätsverlust zur Kriminalpolizei umzuschichten. Das haben wir im Gegensatz zu Ihnen bereits mehrfach getan und konkrete Beispiele genannt, wie so eine Arbeitsentlastung des Wach- und Wechseldienst aussehen könnte, zum Beispiel mit technischer Ausrüstung in Streifenwagen. Aber auch die Kriminalpolizei selbst kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich entlastet werden. Unser Antrag zur Neuausrichtung der Drogenpolitik aus dem April-Plenum zielt genau in diese Richtung. Denn durch die Entkriminalisierung von weichen Drogen würden mit einem Mal enorme Personalressourcen freigesetzt, die den Personalstand im Bereich der Ermittlungen gegen Einbruchskriminalität mehr als verdoppeln könnten. Auch die Reduzierung des enormen Krankenstandes in allen Bereichen muss endlich mal mit konkreten Konzepten angegangen werden. Aber solche Vorschläge haben wir von Ihnen, liebe Kollegen von der CDU, noch nicht gehört. Insgesamt greift Ihr Antrag so leider zu kurz und bietet keine Perspektiven. Trotzdem werden wir uns gerne im Ausschuss damit befassen. Dankeschön.